Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Michaela Hubble und Michael Hubble. Also cool, ich finde das echt gut. Wir haben schon mal ein Interview gemacht, hat leider technisch nicht geklappt. Wo bin ich, in welcher Distillerie, mit wem habe ich hier zu tun? Mit der Destillerie und Brennerei Heinrich Hubble und unsere Whisky-Marke ist Hillock. Und das war, glaube ich, 2016 Whisky des Jahres, kann das sein? Deutscher Whisky des Jahres? Ja, ganz genau. Oh, super. Was gibt es noch denn da von euch? Natürlich den großen Bruder, den Nachfolger, den 7,5-15. Ist allerdings auch schon wieder fast ausverkauft, okay. Aber bei einigen Fachhändlern ist noch das ein oder andere Fläschchen zu bekommen. Super. Und der Papa hat angefangen, oder wie war das? Ja, ich habe in den 70er Jahren, also genauer gesagt 1977, meinen ersten Whisky gebrannt. Wow, also Blaue Maus hat auch ungefähr ein paar Jahre später sogar erst gemacht, glaube ich. Ich glaube 4 Jahre später. Ja. Und die berühmen sich, der älteste Single Malt Whisky Deutschland zu sein. Nein, es war kein Single Malt Whisky, es war ein Whisky aus 85% Roggen und 85% Weizen. Wir haben also zwei Sorten gemacht und 15% Malz, weil wir als Kornbrennerei monopolrechtlich nicht keinen reinen Malz brennen durften. Siehst du, das wusste ich auch damals nicht. Das ist interessant. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Und ich bin jetzt hier Anfänger bei Whisky. Was sollte man bei euch denn mal probieren? Ja, am besten alles. Alles. Das nicht, ist der Verkäufer, ja. Alles nicht, weil es so viel ist, sondern wir haben aktuell nur zwei Sorten. Okay, genau. Im Ende Mai kommt also eine neue Charge vom Rye Whisky mit 25% Malz raus. Okay. Und das ist ein vierjähriger, den haben wir reichlich da. Super. Und gibt es sonst irgendetwas, was man wissen sollte von dieser wunderschönen Distillerie? Ja, natürlich. Also erstmal sind wir sehr historisch. Familienunternehmen, wir stehen unter Denkmalschutz. Wir liegen im wunderbaren Sprockhövel, haben auch hinterm Haus uns eigentlich eine kleine eigene Welt geschaffen. Und ich habe noch einen Tipp an die Männerwelt, die Frauen zum Whisky bekommen wollen. Wir haben Whisky-Liköre, Hillock Honey, Hillock Honey Herbs. Beide auch schon international hoch ausgezeichnet. Also wer die Frau mit zur Whisky-Messe nimmt, Jungs, nimmt die Frauen mit. Damit kriegt ihr die locker zum Single Malt auch. Gut zu wissen, sehr, sehr schön. Und vielleicht auch hier ein letztes Statement, bitte. Ja, mein Statement hier zu der Messe. Warum nicht? Finde ich ganz toll, weil erstmal ist das für uns eine regionale Messe. Wir fahren hier gerade 15 Minuten hin. Und ich finde es einfach toll, dass also Whisky auch regional so stark wird. Also nicht nur international in Städten wie Frankfurt oder München irgendwelche Messen zu machen, sondern auch mal so zwischen diesen Räumen. Und da kann man viele schöne Sachen entdecken, auch gerade von Brennereien, die sich die großen Messen nicht erlauben können. Schön. Also Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, Whisky and More, 10. Whisky Messe hier in Hattingen. Auch letzte Worte bitte. Bye bye, viel Spaß noch und Lange. Super, danke. Dankeschön.